Ja, meine Damen und Herren, Sie sind unterwegs auf Tour. Ihr Programm heißt Zwei alte Hasen erzählen von früher. Ja, Sie machen Comedy, beste Unterhaltung, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept. Ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich Geburtstag habe. Hier sind für Sie Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Ja, herzlichen Dank. So eine schöne Anmoderation geschrieben. Dankeschön. So überwältigt, dass das... Alle haben mich gedacht, ja, komm. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, 32. Zu anlassen, bitte. Ja, Jan Böhmermann. Hey. Ja, Jan, du kannst jetzt hier mal... Zwei alte Hasen erzählen vom Führer. Das, ist, das Blöde ist, ich habe jetzt eben noch... vom Führer? Habe ich das falsch gesagt? Hast du falsch verstanden? Vom Führer. Ein ganzer Abend. Nee, Moment mal, guck mal, da steht's. Von früher. Ach so. Hast du dich jetzt, du willst es nicht sein, dass du, er hat sich 16 Wochen in einem Haus in Norderney eingeschlossen, um sich alleine auf das Programm vorzubereiten. Du hast dich jetzt nicht 16 Wochen lang auf Zwei alte Hase erzählen vom Führer. Ich dachte gerade schon, ich hätte einen kapitalen Fehler begangen. Ich hätte einen lustigen Abend rund um Adolf Hitler mit viel Gesang und Tanz gerechnet. Aber ja. So, ja, The Producers quasi nochmal als Trash-Version. Ja? Vielleicht egal, egal. Ja, toll. Ist okay. Comedy, oder? Ist Comedy. Ja, ist ein bisschen wie Comedy, nur lustig. Es wird wie Comedy, richtig. Das ist soll ich einfach Stopp sagen, wenn ich eine Frage jetzt stelle? Jetzt kommt die Frage. Jetzt kommt die Frage. Ja. Männer, es ist natürlich so, dass viele Leute gehen auf Tour. Ja? Es gibt 1000 Programme, 1000 Comedians. Was unterscheidet euch zum Beispiel programmmäßig von Leuten wie Mario Barth? Wir haben ein Programm erstmal. Ja. Es gibt, man kann das niederschreiben. Ja? Es gibt sogar, und das ist ein großer Unterschied zu Mario Barth, wir haben jede Menge Pointen. Mhm. Wir müssen auch nicht jeden Witz dreimal erzählen. Jan, guck an dieser Stelle skeptisch. Suchst du gerade welche? Ja, also du hast Pointen. Ich habe keine Pointen vorbereitet. Ich habe nur Basiswissen über Adolf Hitler. Ist so ein bisschen so wie Cindy aus Marzahn und Kaya Jana. Klaas in einem Fettsuit und Migrationshintergrund habe ich. Und das Ganze zusammengeworfen. Es wird eine wahnsinnig tolle Show. Nee, das ist so ein bisschen, also man muss sich das vorstellen, für Fans von Blue Man Group. Oder Starlight Express, nur halt ohne Rollschuhe, ohne Gesang und ohne schwule Schauspieler. Dadurch, dass wir, da steht ja auch drauf, die große Live-Sex-Show, also da wird auch viel mit Körperflüssigkeiten gearbeitet und daher auch die Verbindung zur Blue Man Group, also die ersten drei Reihen kriegen so Folie, mit kriegen so Planen, unter denen sich dann so... Und Sperma und ein Riesenspaß für die ganze Familie. Der Abend ist wie ein schöner Schlager. Ich nehme schon so ein bisschen Distanz ein hier. Jetzt erzählt ihr von früher, ich meine, von früher ist richtig. Von früher, ja. Von früher, ja. Erzähl mal früher. Wo seht ihr euch denn dann zum Beispiel so in der Zukunft, also so in 80 Jahren? Den Namen habe ich ja schon mindestens 40 Jahre nicht mehr gehört, seit ich damals mit Colin durchgebrannt bin. Klaas, Klaas Häufchen Einlauf hat mir alles genommen. Alles, was Rang und Namen hatte, hat sich gefreut, als es hieß, wir gehen zusammen auf eine Bühne. Wir waren das Thema Nummer 1. Klaas und Jan. Das kann ja nur scheiße sein, denn wenn es gut wäre, hätte ich es schon längst gesehen. Das muss der letzte Müll sein. Geht gar nichts. Wer soll da hingehen? Also, ihr Wichser, Alter. Na ja, gut. Viel Glück. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ah, war schön damals. Komisch, dass das eigentlich unser Karriereende war. Wir hätten das nicht machen sollen. ...2011, als es da kurzzeitig hieß, dass MTV Home abgesetzt würde, das war kurz bevor wir diesen 10-Jahres-Vertrag bei der ARD bekommen haben. Da habe ich den Jan Böhmermann in einem Tierheim entdeckt. Was hat denn der damals noch gemacht? Ich war damals der Beste überhaupt. Radiomoderator und auch bei... Und ich war der Chef von Harald Schmidt. Da habe ich da irgendwann im Uso-Rausch dazu gesagt, nicht? Dass wir dieses Bühnenprogramm machen. Ah, komm nicht. Mensch, Herrschaftskinder, wie hieß das denn noch? Paulina, wie hieß das? Ich weiß doch das nicht mehr. Ja. Nein. Musik.
euch alle an. Ich weiß es noch wie heute. In einem sehr freundschaftlichen und sehr persönlichen Gespräch hat mir auch mein Mentor Harald Schmidt wertvolle Tipps gegeben für das Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, warum das damals mit der Karriere so bergab ging. Klaas ist irgendwann mit Nela Pangeli durchgebrannt. Vielleicht, weil wir keine Zugabe gegeben haben. Ist möglich. Hat er noch eine Kinderüberraschungsshow moderiert bei Sat.1 und ist dann in der verlängerten Winterpause verschwunden. Wir haben uns seitdem nie wieder gesehen. Da sehe ich mich eigentlich in. Also ich glaube, da kann nicht viel passieren. Also ja, aber erzähl doch mal, was passiert eigentlich genau auf der. Was machen wir da eigentlich? Es wird ein Abend, den die Menschheit niemals. Wo ist die Menschheit? Die unverschlüsselte Menschheit? In welcher? Die erreichst du erst morgen, heute ist sie verschlüsselt. Es wird ein Abend, den die Menschheit nie vergessen wird. Sowas wie Red Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., nur halt in groß. In richtig groß. Und in lustig. Und in richtig. Also weltweit. Das ist weltweit. Vergleichbar mit so einem. Wenn du in so einem. Größenwahn. Nee, wenn du so einem Drei-Sterne-Hotel Urlaub machst, ja. Und dann machen die Animateure. Wie Michael Jackson eigentlich. So, die Animateure halt machen dann abends so Cats, aber nur mit vier Leuten. Mit denselben Leuten, mit denen du nachmittags auch schon Dart gespielt hast. Ihr wollt ja, dass die Leute kommen. Und wir werden auch bei einer Show, bei der Premiere in Frankfurt, das ist ein Versprechen, werden wir auch als Katzen verkleidet durchs Publikum gehen. Wow. Rumpeltiger und nicht, was in die Jumble Jumble. Nein, das ist ja wirklich so auch ein bisschen, ich meine, wenn ihr jetzt ernsthaft gesprochen, ihr sagt, die große Live-Sex-Show, ja. Ja, ihr erzählt von früher, ich meine, das sind ja leere Versprechen. Ich meine, aber ja frag doch mal Cindy aus Marzahn, was die am Abend macht. Die macht auch nur Quatsch. Ist es ein Comedy-Programm? Ja, na und? Ist das was Schlimmes? Jetzt sei doch nicht so aggressiv. Ist das was Schlimmes, wenn man Comedy macht? Ist das was Unehrenhaftes? Ich habe nett gefragt. Ja. Ich habe wirklich nett gefragt. Mann! Oh, peinliche Schuhe. Nein, aber was an deinem Geburtstag? Hat man Angst davor, dass die Leute zum Beispiel nicht lachen? Ja, das müsstest du doch kennen. Nee, ich hab diese Angst. Mir ist es relativ egal, ob die Leute lachen, weil ich finde es im Zweifel immer selber lustig. Aber das ist ja bei euch ein anderer Anspruch wahrscheinlich. Also, wie gesagt, diese Angst ist mein Parfum. Ja, die Angst hat man immer. Aber was man sagen muss, ist, um jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu werden, also wir schreiben ja lange schon beide Texte. Ja, also Jan schreibt für die Süddeutsche. Klaas für das Kulturmagazin FHM. Ja, genau. Und das ist jetzt mittlerweile, habe ich das auch ruiniert. Wegen des großen Erfolges. Aber wir haben viele Jahre erfolgreich gemeinsam zusammengearbeitet und da werden wir einige Texte vorlesen. Ja, es wird also eine Actionlesung, kann man sagen. Wir werden noch mal Filme zeigen, die aus gutem Grund nie im Fernsehen gezeigt wurden. Ja, wo wir auch wirklich sagen müssen zu unseren Chefs, gut, dass ihr die nicht im Fernsehen gezeigt habt. Das war die richtige Entscheidung. Jetzt, wo wir es selber entscheiden dürfen, zeigen wir sie. Und machen wir uns nichts vor, es wird die einzige Gelegenheit sein, für die Menschen da draußen Klaas Häufer Umlauf mal unverschlüsselt zu sehen. Ja. Es sei denn, ihr wisst, wo Viva ist. Aber dann müsst ihr eigentlich noch Paulina mitnehmen, denn das ist, finde ich, der schönere Anblick.